Ich möchte vorab einen Hinweis geben. Kollegen von Giesecke und Devrient haben einen Brief an die Eigentümerfamilie, also die Familie von Mitschke Kolandl, verfasst. Der Brief soll in Form einer großen Rolle übergeben werden. Immerhin gehört die Besitzerfamilie zu den 500 Reichsten in Deutschland. Reichtum, liebe Kolleginnen und Kollegen, fällt aber nicht vom Himmel. Ist den Besitzern und der Geschäftsleitung eigentlich bewusst, wem sie den Milliardenumsatz und die seit Jahrzehnten sprudelnden Gewinne zu verdanken haben? Und ist ihnen auch bewusst, welches Leid mit der Vernichtung dieser Arbeitsplätze verbunden sein wird? Einen schönen guten Abend. Wir senden heute live aus München, wo eine Kundgebung in Solidarität mit den Kollegen und Kollegen von Giesecke und Devrient stattfindet. Und hier haben wir auch einen Kollegen neben uns. Würden Sie sich uns bitte einmal kurz vorstellen? Hi, ich bin der Andi. Ich bin bei der Verdi organisiert, bin 20 Jahre alt und arbeite auch bei Giesecke. Okay. Schönen guten Abend, Andi. Würdest du uns bitte einmal kurz erklären, warum du heute auch hier bist, was der Anlass für diese ganze Sache im Hintergrund ist? Die Kundgebung ist heute für die gegen den Stellenabbau bei Giesecke. Es sind 800 Leute insgesamt betroffen in München jetzt. Und wir wollen ein Zeichen setzen, öffentliches Zeichen setzen, dass das so nicht in Ordnung ist, was die hier machen. Okay, sehr schön. Da wünschen wir uns euch natürlich erstmal ganz viel Erfolg. Du bist ja selber auch in dem Unternehmen beschäftigt. Fühlst du selber diese ganze Sache, also fühlst du den Druck, der von oben kommt, und besteht auch für dich selber die Gefahr, vielleicht deinen Job zu verlieren? Kannst du uns das ein bisschen erzählen? Die Jobverlustgefahr ist natürlich für jeden aktuell da. So, bei uns wurde jetzt schon bekannt gegeben, dass im Einkauf, wo ich angestellt bin, fünf FTEs gehen müssen. Das könnten auch mehr Leute sein, weil wir relativ viele Leute in Teilzeit haben. Und genau, also ich bin noch relativ gut geschützt, weil ich eben JAV bin und war. So, also sprich, ich habe aktuell Kündigungsschutz. Hätte ich das aber nicht, würde es mir wie meinen anderen Kollegen auch gehen und ich würde meinen Job halt direkt verlieren. So, also, und jetzt ist es halt rausgezögert, sagen wir es mal so. Also. Aber dennoch bist du in Solidarität mit den Kollegen hier. Das finden wir ganz stark. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg in dem Kampf für die Kolleginnen und Kollegen bei Giesecke und Devrient und einen schönen Abend noch. Super, danke schön. Merhaba Sayın Hayat TV izleyenleri. Bugün 7 Mayıs, Perşembe günü. Şu an Münih'te Giesecke ve Devrient iş yerinin önündeyiz. İşverenlerin aldığı bir karara göre 800 işçi işten atılmakla burun buruna. Onun için işçiler bugün burada toplandı. Bir aydan fazla grevdeler ve işçilerin görüşlerini almak için biz de buradayız. Schönen guten Morgen. Würden Sie sich uns bitte einmal kurz vorstellen? Also mein Name ist Peter Stark. Ich bin hier bei Giesecke und Devrient München, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender. Okay, sehr schön. Und würdest du uns vielleicht einmal kurz erklären, warum du heute hier bist, beziehungsweise was die Situation aktuell bei Giesecke und Devrient ist? Die Situation ist folgende. Giesecke und Devrient will hier 800 Arbeitsplätze abbauen. Sprich, das Ganze wurde der Belegschaft am 11. Dezember durch Herrn Dr. Schlebusch mitgeteilt. Dann hat Verdi zum Sozialtarif
Vertragsverhandlungen aufgefordert. Das haben sie bis zum heutigen Tag abgelehnt. Der Betriebsrat hat dann ein Alternativkonzept entworfen, das sehr gut war, durch unseren externen Wirtschaftsexperten. Das ist auch von allen Seiten sehr gelobt worden. Das war nicht irgendwie auf ein Blattl Papier geschrieben, sondern das hätte standgehalten. Das heißt eben, die wollen 100 Millionen einsparen, jährlich, muss man sich vorstellen. Und der Betriebsrat hat ein Alternativkonzept gemacht, wie man das anders machen kann, also sozialverträglicher. Zum Beispiel diese Druckerei nicht zu schließen, sondern nach Luisenthal zu verlagern am Tegernsee. Da kam die Banknotendruckerei, war da mal, also es gab da mal Banknotendruck, weil das Gebäude noch alles da und so weiter. Das DLC hier auch nicht zu schließen und nicht nach Coburg zu verlagern, sondern hier im Raum München irgendwo auf die grüne Wiese zu stellen, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Bei den Angestellten, da wollen sie jeden dritten Arbeitsplatz abbauen, sprich die wissen heute noch gar nicht, ob sie dran glauben müssen oder nicht, ob sie einen Arbeitsplatz verlieren oder nicht. Deswegen streikt hier auch nur überwiegend die Produktion, weil die Angestellten eben, man kann sie auch verstehen, ich halte mich mal ruhig, dann geht der Kelch vielleicht an mir vorbei. Ja. Bei den Angestellten haben wir gesagt, wenn ihr da schon abbauen wollt oder müsst, dann bitte macht das auf dem freiwilligen Programm. Und da hat Verdi einen Tarifvertrag gefordert, wie das dann funktioniert, der freiwilligen Abbau, also die Bedingungen regelt. Und wie ist letzten Endes die Einstellung der Arbeitgeber? Was sagen die dazu? Gehen die auf die Verhandlungen ein oder wie stellen die sich einfach dazu? Die Arbeitgeber haben diesen Interessenausgleich, also dieses Alternativkonzept, mittlerweile vom Tisch gefegt und wollen nicht mehr darüber sprechen. Es geht jetzt nur noch um einen Sozialplan. Also wenn Sie nochmal ganz kurz zusammenfassen müssen, was sind die klaren Forderungen der Arbeiter, die sozusagen hier schon halb vor der Tür stehen, was... Können Sie das nochmal kurz zusammenfassen? Also bis vor einer Woche war das einfach nur Erhalt der Druckerei, keine Schließung, sondern Verlagerung, Erhalt vom DLC in München, keine Verlagerung nach Coburg, weil Coburg passiert Folgendes, die gliedern das aus, machen eine eigene GmbH auf und stellen das tariffrei und hoffen auf billige Arbeitskräfte. Alles klar, wir auch von HIAT TV wünschen natürlich viel Erfolg in Ihrem Arbeitskampf und alles Gute nochmal. Vielen Dank. Sehr gerne. Merhaba sayın seyirciler. Önce konuştuğumuz gibi şu an Gizik ve Devrient'in önündeyiz ve gördüğünüz gibi grevi kırmak için işçiler getiriliyor dışarıdan ve işçiler bunu engellemek için kapının önüne duruyor ve arabaları içeri bırakmıyorlar. Kendimiz gözlerimizle izleyelim. Merhaba, kendinizi bize tanıtır mısınız lütfen kısa? Ben Ferhat Kırmızı, yaşım 33, işçi temsilcisiyim, GİSEK'e de çalışıyorum. Oldu, peki Ferhat Bey bugün niye buradasınız? Bugün, bugün 24. günümüz, grev yapıyoruz. Büyük bir çıkış var, 830 işçi çıkarmak istiyorlar. Arka tarafta gördüğünüz gibi üretimi komple durdurmak istiyorlar, kapatmak istiyorlar. Banknot basıyoruz burada, bir de kredi kartı, bankamatik kartları burada üretiyoruz. Yani üretim komple kapatmak istiyorlar. Ayrıyetten merkezden 500 kişi çıkarmak istiyorlar. Üretimde 300 kişiyiz. Onun için duruyoruz dışarıda. İşverenin bize verdiği, sunduğu tazminatı hiç moralmen doğru değil. Onun için savaşıyoruz burada. Oldu, tamam. Peki işçiler arasındaki dayanışma havalar nasıl? Şu an dayanışma bizde %100 organizeyiz. Hepimiz sendikalıyız. Üretimde olan 300 kişi. Çoğu raporlu evde. Yani psikolojikmen bitikler. Dayanışma şu an dışarıdaki duranlar hep bir olduk, kenetlendik. Savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Kapının önünde kağıt dağıtıyoruz. Her gün giren işçilere, yani kalan normalde 2500 kişi çalışıyor. Kalan işçilere her gün bilgilendiriyoruz. Olup bitenlerden. Böyle yani. Oldu, tamam, o zaman dayanışmanızda size başarılar diliyoruz. Özellikle HIAT TV olarak da. Teşekkürler. Ben...
Evet Ferhat Bey, kendinizin de eklemek istediği bir şeyler var mı bugünkü duruma? Ya bütün arkadaşlara söylemek istiyorum. Böyle durumlarda kenetlenip, bir olup, beraber olup bir yere varılabileceğini düşünüyorum. İnşallah biz de bir yere varırız cuma günü. Yine pazarlıklar sürecek cuma günü. İyi bir netice bekliyoruz. Ama herkes bir olduktan sonra, tek yumruk olduktan sonra bir yere varılabilir diye düşünüyorum. Söylemek istediğim mesaj bu yani. Herkes kenetlenmesi gerekiyor. Oldu, çok güzel bir mesaj. Başarılar diliyoruz biz de.